Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zum voraussichtlich letzten Teil hier in Frankreich, weil morgen soll es regnen, werden wir wahrscheinlich gar nicht fahren können, weil es Dauerregen angesagt ist in Salanches. Dort geht es heute hin. Wir stehen jetzt hier alle vorm Hotel, machen uns abfahrtbereit. Wir fahren heute, oder versuchen zumindest, den Col de Madeleine zu fahren. Ein Pass, der ist schon so weit verschneit, der eigentlich heute eingeplant war, den können wir nicht fahren. Aber wie gesagt, Col de Madeleine, der ist wohl befahrbar von einer Seite aus. Das versuchen wir, soweit es die Temperatur zulassen, soweit es die Temperatur zulässt. Sobald die Temperatur unter 3 Grad fällt, hat der Guide gesagt, kehren wir um. Ja, lassen wir uns überraschen. Soweit sieht das Wetter eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Zumindest ist es trocken. Die Sonne blitzelt da so ein bisschen durch. Ja, schauen wir einfach mal. Steckt man eben nicht drin. Ja, insgesamt muss ich mal kurz hier anmerken, war der Motorradurlaub hier mit den Kollegen Alex, Olaf, Achim und den anderen aus der Gruppe von Ride Ventures, vom Horst, super geil. Es hat sich alles richtig toll entwickelt. Auch die Gruppendynamik, der Zusammenhalt, alles wunderbar. Jo, dann würde ich sagen, geht's los. Wir sehen uns dann gleich auf dem Moped wieder. Oh, ich komme nie drauf. Alter Mann. Alter Mann. Mach das Beinchen hoch. Ja. Schon wieder aus. Es geht schon wieder nicht. Was ist denn hier los, ey? Alles zu viel Bluetooth-Information auf einmal. Verstehe ich nicht. Batterie platt? Keine Ahnung. Ah, jetzt geht's. Muss ich den Schlüssel bewegen oder was? Komisch. Sagt da gerade Funkschlüssel nicht erreichbar, dabei ist er im Tankrucksack. Das habe ich aber öfter schon mal gehört, ne? Wenn du den Schlüssel im Tankrucksack hast, dass es dann Probleme gibt. Ja, vielleicht zu nah dran oder so. Ja. Besser in die Jacke stecken irgendwo. Ja, habe ich jetzt in der Hose. So, wir sind jetzt hier in Veron. Und jetzt geht's, wie gesagt, nach Salanches. Ach, ich muss hier noch die Aufzeichnung starten. Was haben wir bis jetzt weg? 3000 habe ich drauf. 7380 hat die Maschine jetzt weg und ja, knapp 2970. Geht los. Sag ihm eigentlich, ist der hinter Horst oder hinter Michael? Hinter Michael, ne? Ja. Haben sie dich in eine Zange genommen? Ja. Oh. Ach, guck mal hier, da siehst du wieder nichts, ey. Fein, fein. Alles vollgehackt, ey. In Jeanshose bei dem Wetter, alles klar. So schöne Berge hier. Ja, vielleicht kommt es ja über die Wolken. Das ist natürlich geil, ne? Durch die Wolken fahren, oben auf dem Gipfel. Blauer Himmel. Ja. Na, das glaube ich aber nicht. Nee, jetzt hochfahren wollen. Er sagt, er fühlt so möglichst lange im Flachland. Ja, guck mal, wenn du jetzt überholen willst, dann machen wir es jetzt. Hey, vor der Kurve kommt das. Nee. Genau. Ja, sag ich doch. Der Gegenverkehr kommt. Immer das verstehe ich nicht. Ja, schade. Hier ist auch so ein schönes Bergmassiv. Sieht man nichts. Irgendwie soll gleich jetzt die Knipse kommen irgendwo. Bei Kali sehe ich aber nichts. Ja, noch nicht.
stellt sein Tempomat auf eine Geschwindigkeit. Ob da der gerade kommt oder eine Kurve, der zieht die Geschwindigkeit durch. Ne? Hast du das Gefühl? Hast du das Gefühl, ja. Auch hier ist keine Blitze. Ach cool, hier eine Ente. So eine Kastenwagenente. Ach da, ja. Ein typisches französisches schönes Auto. Und wenn das Blech nicht so billig und dünn wäre, dann wäre das da immer noch mehr von rumfahren. Meinst du, ursprünglich haben die gedacht als Landwirtschaftsfahrzeug. Da kannst du damit über die Botanik fahren. Ja, genau. Deswegen war die Federung auch so ausgelegt und gebaut. Eiertransporter waren früher. Ja, genau. Eier mussten heile bleiben. Ja. Also vom Konzept her würde ich sagen, eigentlich nicht schlecht, aber leider von der Qualität her. Ja, die sind alle schon vergammelt. Aber deswegen sind die jetzt auch heiß begehrt. Ja. Jo, meine Lieben, leider wird das heute nichts mit Golden McLane. Wir brechen hier ab. Ist wohl zu riskant bei dem Wetter. Muss man akzeptieren. Kann man nicht ändern. So ist das. September ist eigentlich der Monat hier zum Motorradfahren, verkehrstechnisch, touristisch gesehen, von den Hotels her und. Wettertechnisch eigentlich auch. Aber wir haben halt nicht so das Glück. Wenn wir abreisen in 2 Tagen Richtung Deutschland fahren am Sonntag, dann kommt hier die Sonne raus. Wir werden hier 25 Grad haben, nachts um die 15. Und was oben dann in den Bergen ist, bleibt dann auch erstmal, sprich Schnee und so. Aber trotzdem haben wir ein bisschen Pech gehabt jetzt hier die letzten 3-4 Tage von insgesamt 12-13 Tagen mit Anfahrt. Erste Woche war gut, zweite Woche so, ja, nur der Anfang. Ab Mitte der Woche war es dann halt schlecht. Naja, so zum Reinschnuppern war es schön. Absolut. Wir werden auf jeden Fall hier noch ein zweites und drittes Mal, viertes und fünftes Mal nach Frankreich fahren. Liegt ja quasi fast vor der Haustür. Und vielleicht haben wir da mehr Glück. Nächstes Jahr ist erstmal Balkan geplant und Sardinien. Aber dann im übernächsten Jahr oder 2025 jetzt direkt nächstes Jahr wieder nach Frankreich wird es auf jeden Fall nicht gehen. Jetzt wollen wir erstmal wieder was Neues sehen. Vielleicht haben wir dann mit dem Wetter etwas mehr Glück. Auch wenn wir den Pass nicht fahren konnten, kriegen wir jetzt so eine kleines Trostpflaster. Etwas haben wir schon hinter uns. Ich hatte die Kameras schon abgemacht, abmontiert, weil ich dachte, wir fahren direkt ins Hotel. Jo, ging es aber nicht. Jetzt ging es hier noch so ein bisschen kreuzfeld rein. Und ab hier ist natürlich Nebel. Gerade war richtig schön. Konnte man den Berg hier sehen, der voller Schnee bedeckt ist. Ja, hier links sieht man da was. Blauer Himmel teilweise, schönes Sonnenlicht. Naja, egal. Jetzt habe ich die Kameras dran. Wir fahren noch ein bisschen. Ja, dafür ist der Nebel. So schön. Schwarze Wand. Jetzt wird es aber kalt hier. Machen wir mal die Griffheizung an. So. Aber so ist das, ne? Machst du die Kamera nicht dran, passiert was. Oh, hier reißt sie da auf. Also die weißen Dinger, Fahrbahnmarkierungen, die sind voll glatt. Bin gerade richtig seitlich ein bisschen weggerutscht. Weiß nicht, was die hier benutzen. Wahrscheinlich.
irgendwie bin ich aus dem Takt. War kalt hier, nur 7 Grad. Gerade waren es 15. Gesperrt, wa? Jo. Schade, wieder kein Glück. Können wir wieder zurückfahren? Ja, das wäre eine Möglichkeit, den Pass da wieder zurückzufahren. Naja, dann habe ich es wenigstens auf Kamera. Ja. Ich glaube, das ist eine kleine Umleitung hier, ne? Da ist denn das Kaffee? Sieht ja fast aus wie Sauerland. Ach, hier sind wir. Ja, Winterberg. Ja, klar. Und der Ampel haben die auch schon. Ja. Ach, was ärgere ich mich. Es war so eine schöne Strecke gerade. Ja, war es auch. War es auch richtig gut. Zum Glück habe ich jetzt. Ja, und war schön, schön trockene Straße. Hat sich getraut. Hat dich Horst vorbeigebogen? Ja, ich bin einfach vorbeigefahren. Schön, wird das sein. Ja. LKW. Ja, schön, zweiten reinhauen, da kommst du aber weg. Ja, mach ich doch. Hier auch in der Kurve, muss aufpassen. Hoch, Kuli ist hier überall, ey. Schön. Hier rechts hoch. Schön. Das ist doch top Wetter. Ja. Auch wenn man ein paar Berggipfel nicht so sieht.
schöne Wintersportorte hier. Mhm. Das ist bestimmt Halligalli in Süden. Ja. Halli Schickimicki hier. Ja, ja, ja. Was ich hier gar nicht so sehe, sind so Mountainbiker, weißt du? Wie bei uns Winterberg. Ja, ja. Dass er ja da so ein bisschen die Zwischensaison oder Sommersaison ausnutzen. Oh, überholen jetzt hier, komm. Jetzt kommen gleich Spitzkehren. Jo. Geil. Oh, da ist ja der Junge. Ja, der mit Schnee rum. Schnee. Schön aus der Kurve rausballern, das ist geil. Auto. Auto.
Alex wieder gut drauf, wa? Ja, da bin ich wieder gut drauf. Aufpassen. Ja.
Spitze. Ja. Ah, geht die Laune gleich hoch, du. Bing, 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 bing. Ganz hoch. Ich brauche ja keine Griffheizung mehr, mir ist warm genug. Ja, das war jetzt schon Entschädigung hier wieder. Geht gleich noch weiter. Schön hier. Die können ja auch fahren, ne? Also kommen hier ganz schön angeschossen. Da kommt einer. Da kommt einer. Hi. Wetter hier, ne? Ja. Nur leider nicht da, wo wir eigentlich fahren wollen. Ja, es ist mir wurscht, Hauptsache wir fahren. Aber wer weiß,
wofür es gut war. Ja. Jetzt genießen wir hier nochmal ein bisschen die Berge vor uns. Sehr schön. Dann haben wir noch 17 Kilometer zum Hotel. Salanches, herzlich willkommen. Und damit endet die schöne Frankreich-Reihe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir können noch ein schönes Video hinterher schieben. Ne? Ja, vielleicht fahren wir vielleicht morgen, haben wir ja morgen noch eine schöne. Ah, glaube ich nicht, aber zumindest ein Stückchen von der Rückfahrt. Red nicht schon jetzt was kaputt. Seppel. Ja, da musst du morgen wieder. Ach, du hast sie ja schon ausgezogen. Ja. Jetzt wird es gleich wieder regnen. Jetzt wird es gleich wieder regnen. Hier sind wir. Jo. Wollen wir mal gucken, ob wir wieder ein Upgrade kriegen. Ja, ja, sicher. Ja, bestimmt. Bestimmt. Büro, da wollte ich. Ja, hier können wir mal ein bisschen bummeln gehen. Ein bisschen shoppen. Und McDonald's gibt's auch, guck. Wo waren wir jetzt noch hier gleich hier essen? Abero heißt hieß das da, dieses Ach, an dem anderen Hotel war das, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was es gab. Ach, diese große Schuppen. Ja, ja, ich weiß. Da, wo es begann, hört es auch wieder auf. Jo. Schönstes Wetter hier. Richtig schön, echt. Und morgen soll es hier so heftig regnen. Naja, schauen wir mal.